Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum Motorsportmanager. Der große Preis von Italien steht bevor, beziehungsweise wir warten nur noch auf das Rennen. Und es ist das letzte Rennen der Saison, mal gucken, was da möglich ist. Wir starten mal ausnahmsweise dank einem guten Wetter im Qualifying auf Platz 5. Was uns doch ein bisschen behilflich sein könnte. Hoffentlich können wir da mithalten mit den Vieren. Oh, Rodriguez hat einen guten Start erwischt. Und kämpft sich auf die 3 vor. Lara hingegen hat Plätze verloren. Alle, die jetzt auf harten Reifen gestartet sind, haben natürlich ein großes Problem. Und Rodriguez auf der Position 2. Sharp auf... Nee, Kanjiro. Auf den harten Reifen mit der Topzeit. Wie auch immer das möglich ist, keine Ahnung. Jo Rodriguez jetzt im zweiten Sektor. Ah, Lara, mach doch nicht so einen Quatsch. Nun gut, ein Balken sind jetzt 2 Runden. Na komm, geben wir Gas. Ja, und die Steinmanns wollen es jetzt wissen. Vial im Angriffsmodus. Und Rodriguez gibt... Oh, habt ihr es gesehen? Da hat es Vial rausgepfeffert. Er wollte es einfach wissen. Tja, Pech gehabt. Das ist natürlich sehr förderlich für unsere Strategie. Nein. Das Wetter wird noch oft genug umschlagen in diesen Rennen. Und Lipoen sichert sich auf diese Art und Weise die schnellste Runde. Juhu, das war doch mal nett. Also Rodriguez ist jetzt wieder an Lipoen dran. Und dann verfolgen wir den Scuderia von Lipoen, der das Safety Car verfolgt. Lara konnte dieses Tour Wu ausnutzen, um auf Platz 7 vorzukommen. Was ich ja auch nicht verkehrt finde. Aber somit sparen wir jetzt schon mal 2 Runden. Dementsprechend können wir noch ein bisschen länger pushen. Wird es jetzt nur ein Intermediate-Wetter oder auch wirklich tropfennass? Das ist die große Frage. Momentan sind beide unsere Autos in den Punkten. So, die letzte Runde hinterm Safety Car. Aber schön, dass mal ein Steinmann nicht in die Punkte kommt, aber Steinmann ist eh schon Konstrukteursweltmeister, wenn ich es mir so genau angucke, oder? Ja, den kann da keiner mehr gefährlich werden. Selbst wenn Larsen noch ausfällt. Womit dann würden wir 10 Punkte bekommen? Wenn Kitano jetzt hier weniger Punkte holt und wir eventuell noch ein paar Punkte mehr, dann könnte es sogar passieren, dass wir auf dem 5. Platz die Saison beenden und damit ein bisschen mehr Prämiengeld nach Hause bringen. Das wäre schick. Na dann. Ich glaube, hier beginnen wir dann mit dem Aufheizen der Reifen. Das hätten wir dann bitter nötig. Damit wir auch einen guten Restart erleben. So, jetzt. Es ist keiner in die Box gegangen. Naja. Vielleicht gibt es ja noch eine Safety-Car-Phase und dann noch eine und dann noch eine. Und dann nochmal Vollgas, Leute. Oh nein, Larsen kommt bedenklich näher. Lara konnte sich einen Platz sichern. Und Rodriguez verteidigt seinen Platz. Sehr gut. Und Lipoen hängt wieder das Feld ab. So, jetzt kullert das nächste Larsen raus. Dann Jons dort hier, dann El Sadat, dann Fox. Und wir sind glücklich. Nein, Larsen, nein! Das gesehen, wie uns einfach so locker auf der Geraden überholt. Obwohl wir volle Pulle fahren. Ja gut, Larsen fährt auch volle Pulle. Jons dort hier kann nicht volle Pulle fahren. Wäre schön, wenn sich Lara noch El Sadat schnappen würde.
Noch 34 Runden. Wetter schlägt bald um. Oh, es wird nur eine kurze Regenphase geben. Na komm, wir müssen mal ein bisschen unser Zeugs hier schonen. Lara hat El Sadat überholt. Gerade eben. Oder schon davor. Zeig mir mal das Datenzentrum, wie es momentan aussieht in den Platzierungen. Ja, momentan haben wir immer noch unsere 27 Punkte. Und Gitano hat 29. 2 Punkte Differenz. Ja, der Kampf um Platz 5 wird schon nochmal interessant, ne? 4 Punkte für Lara würde ich ihr sofort gönnen. Beobacht mir mal Lara ein wenig. Ob sie die Möglichkeit hat, an Jonstadt hier ranzukommen. Ich glaube, die Reifen können wir etwas härter rannehmen. Und wir vorne nicht zu viel Zeit verlieren. Rodriguez hat einen Platz an Jonstadt hier verloren. Ist ja nicht dein Ernst. Naja, passiert. Vielleicht fahren ja beide Scuderias parallel an die Box. Dieses Spielchen können wir ja bereits von denen. Naja, mal gucken, wie lange es doch bis zur Regenphase dauert. Und wer zuerst reingeht. Ja, hätte ich vielleicht ein Intermediates drin mitnehmen sollen. Es geht momentan noch keiner an die Box. Denn wer zu früh reingeht, verliert ebenfalls. Genauso wie derjenige, der zu spät reingeht. So, und gleich beginnt es zu nieseln. Wir sind Vierter und Fünfter. So, ihr beiden. Ja, wir müssen ein bisschen draußen bleiben. Es ist momentan nur feucht. Jetzt zu wechseln wäre tödlich. Eventuell in der nächsten Runde. Oh nein. Ich glaube, ich hole Lara schon mal rein. In dieser Runde hier. Yep. Dachte ich mir auch. Wie lange halten die Inters? 15 bis 17 Runden. Das wird uns eine Menge Zeit kosten. Go. Na komm, gib mal ein bisschen Gas. So, die ersten haben mittlerweile Intermediates geholt. Rodriguez muss noch eine Runde draußen bleiben. Und holt sich die Intermediates jetzt ab. Ich glaube, bei ihm halten die Reifen 20 Runden lang, oder? Nee, auch 17 bis 19. Einmal stoppen müssen wir sowieso nochmal wegen Sprit. Und wegen Reifen. So, Lara mittlerweile die erste, die bereits gewechselt hat. Kommt gleich Rodriguez rein. Ja, es ist bisher ja nur feucht. Gut, Lara ist da vorbeigerutscht. An Vidal. Problem ist, jetzt hängen wir hinter Sharp hier. Rodriguez kämpft sich an Flores vorbei, auf ihren Mediums. Desto länger die jetzt auf ihren Soften draußen bleiben, umso größeren Vorteil haben wir. Lippon fährt nochmal eine Runde. Ja komm, die vor uns können wir alle nochmal überholen.
Hilster, das ist kein Problem für uns. Ja, an Lipron und Larsen kommen wir nicht mehr ran. Was? Wir sind an denen vorbeigekommen? Was ist das denn passiert? Jetzt müssen wir mal unser Zeugs ein bisschen schonen. Damit wir auch durchkommen. Vor allem, weil wir... Ja. Wir müssen in das Regenreifenfenster rein. Das Problem ist, dass unsere Intermediates bereits komplett ausgelutscht sind. Ja, wir sind keine Gefahr für Lipponen. Das stand schon mal fest. So, Hochrechnung. Sind wir gegenwärtig vor Kitano? Gegenwärtig wären wir sogar vor Kitano. Mit einem Punkt. Wäre schön, wenn wir es so nach Hause bringen könnten. Aber Larsen wird da bestimmt noch was dagegen haben. Lara ist der fünfte direkt hinter dir, ja. Ich würde sonst sagen, schonen wir mal Reifen bei dir. Naja, bringt jetzt eh nichts mehr. Wir müssen ja immerhin irgendwie in die Regenreifenzone rein. Da ist noch viel zu viel Luft nach oben. Ja, jetzt sind wir Vierter und Fünfter. Was uns wieder auf den sechsten Platz zurückwirft. Genau. Da fehlt ein Punkt. Naja, man kann halt nicht alles haben. Wäre schon schön, wenn wir dieses Rennen ein paar Punkte holen könnten. Ja, momentan wäre es nicht so toll, wenn da noch jemand rausgekegelt wird, wenn da mit einer Safety-Car-Phase kommt. Aber die Safety-Car-Phase wäre nicht schlecht, wenn wir wechseln müssten. Und dann haben wir genug Vorsprung auf Modi. Lara holt indessen immer weiter auf Rodriguez auf. Sehe ich das richtig? Nee, sie entfernt sich. Genauso wie Rodriguez immer mehr Zeit verliert. Oh, bei Lara muss ich nochmal einen frischen Satz Intermediates holen. Jetzt nochmal ein Splash and Dash. Weil einmal wechseln müssen wir noch. Dementsprechend habe ich nur sehr wenig Liter rein. Genau, weiter. So. Ah, oh, Fehler beim Tanken. Kostet uns Plätze. Dafür kannst du die Reifen jetzt härter rannehmen. Mal gucken, ob es Rodriguez so lange durchhält. Das wäre nämlich schick mit anzusehen. Nein, gegen den Verschleiß können wir leider momentan nichts unternehmen. Wir sollten hier vielleicht auch mal ein bisschen näher rankommen. Weil Larsen hängt uns ja schon ganz schön ab. Und unsere Reifen sehen besser aus als die von Sharp. Auf der Agenda für die nächste Saison steht definitiv eine bessere Reifenabnutzung. So, die ersten holen jetzt Regenreifen, oder? Ja. Sollten wir eventuell auch mit Rodriguez machen. Und dann nochmal 4 Liter dazu tanken. Der Teilzustand ist wirklich eine Katastrophe. Ich glaube, bei dem Boxenstopp alles.
Ja, das kostet uns jetzt natürlich Zeit. Selbst Lara kommt problemlos vorbei. Gleich wird es aber tropfnass sein. Ich glaube, das war zu früh. So, Jons dort jetzt an der Box. Ich glaube, da muss ich jetzt mal Lara reinholen. Weil allzu viel kann die sich nicht mehr absetzen. Modi ist in der Box. Ja, ich muss Regenreifen holen. Dann tanken wir hier nochmal die 2 Liter nach. Ja, der Motor, der gefällt mir gar nicht. So, Rodriguez jetzt wieder auf der 6. Ich glaube, die Reifen, den Sprit können wir etwas härter rannehmen. Bei Lara lassen wir erstmal die Reifen auf Rot. So, und da holt sie sich Bergmann gleich, oder? Jawohl. Denn jetzt haben wir den Reifenvorteil. Lipone hat nicht genug Zeit verloren. Flores muss noch an die Box. Wieder noch Zeit rausholen können. Wie viele Runden haben wir denn noch? Noch 4. Jo, noch 4. Sprit hat man auch noch genug zum Angreifen. Vielleicht nicht bei Rodriguez. Bei Jons dort hier hat ja eine ganze Menge Plätze verloren. 3 Runden und alle sind mittlerweile auf Regenreifen gewechselt. Oh, Jons dort hier, lass den Quatsch doch mal. Dann sparen wir noch ein bisschen Sprit für den Endspurt ein. Noch 2 Runden. Das wäre jetzt lustig, wenn da vorne noch einer herausfliegen würde. Wie Larsen oder Sharp oder Lippon. Da vorne ist ja eh alles klar. Wie schaut es denn bei uns momentan aus? Werden wir momentan Fünfter? Nein, uns fehlen 2 Punkte. Dann können wir bei Lara etwas mehr Sprit raushauen. Letzte Runde, komm. Alles auf eine Karte. Vielleicht geht da noch was. Lara ist im Bedrängnis. Was Flores angeht. Ja, die ersten 3 sind bereits im Ziel. Rodriguez sichert uns den 4. Platz. Und Lara den 6. Naja, wenigstens ein brauchbares Abschlussrennen. Das ist doch schon mal was. Leider konnte es die Steinmann-Dominanz nicht unterbrechen. Steinmann. Steinmann unangreifbar. Gucken, wie es nächste Saison läuft. Technische Abnahme. Wir sind noch nach oben gerutscht, weil Lippon gemogelt hat. Danke, Aki. Sind wir jetzt Fünfter? Und damit haben wir dank der Mogelei unser erstes Podest in dieser Saison. Ich dachte schon, wir würden diese Saison podestfrei ausgehen. Also 10. und 13. ist ja nicht verkehrt. Und dann haben wir noch Treviro auf dem 17. Schade, dass Tank einen Punkt geholt hat, weil dann wäre er auch in dieser Liste. Und wir sind doch noch auf dem 5. Platz vorgerutscht. Sehr gut. Damit bekommen wir ein bisschen mehr Sponsorengelder. Oh ja. Yeah. Joe Silver, du bist super cool. Danke, Amiron Miranda Santos. Amiron Miranda Santos, genau. Weiter.
Dann regeln wir jetzt noch die Vorsaison. Wie viele Prozentpunkte haben wir denn da eingesammelt? Ich hoffe doch mal einige, dass es ein gutes Rennen war. Nicht wirklich. Aber schade, dass ich mich von Treviro trennen muss. Er hat super Werte. Das einzige Problem bei ihm ist halt, dass er keine Marktfähigkeit hat. 1,9 Millionen. Juhu. Sehr gut. Weiter. Der Asia Pacific Supercup. Schaut's denn da aus? Der Graf. Vielleicht können wir für die nächste Saison verpflichten. Mal gucken, wie viel Geld übrig bleibt. Und wie viel er kosten wird. Santa Ana Bennett die Saison auf 13. Masilila auf der 10. Also, ich meine, das letzte Rennen. Das sind leider beides 0 Punkte. Und die beiden Grand Race Teams gehen auch leer aus. Da ist Uso doch nochmal knapp dran vorbeigekommen, ne? Mit Brent. Ja, Brent hat da nochmal Punkte geholt. Und Larsen ist Sieger 2023, genauso wie Steinmann. Wer hätte das gedacht? Naja, Schwamm drüber. Nächste Saison wird hoffentlich besser. Gibt es irgendwelche Interviewfragen? Ich hoffe mal wieder nichts Dämliches. Enrique Lara wurde heute von Joris Sharp geschlagen. Sehen Sie in ihr eine Kandidatin für die nächste Saison? Ich stehe hinter unseren Fahrern. Weil Sharp ist ja mittlerweile auch schon 34. Nun gut, auf dem Podium. Sharp überrollt Konkurrenz. Sehr gut. Naja, blöd nur, dass unsere Fabrik nicht mehr rechtzeitig fertig wird. Ja, dann holen wir uns mal unsere Geldprämie ab. Reparaturen abgeschlossen. Sehr gut. Oh, 19 neue Nachrichten, ihr seid doch verrückt. Antwort erforderlich. 50 Millionen. Wow. Damit können wir Steinmann doch ganz schön in den Hintern treten. Das bedeutet direkt für mich, ich stelle... wo ist er denn? Rick de Graaf ein Angebot. Eins, das er nicht ablegen kann. Status recht wichtig von mir aus. Kannst du die Nummer, neue Nummer 1 werden? Was ist denn verdient? 1,6 Millionen. Probieren wir es mal mit 900.000. Langen Vertrag kannst du haben. Ja, er wird erstmal auf Trevieros Platz rumschmollen oder mit... Moment, gehen wir mal auf gleicher Status. Dann kann er mit Rodriguez tauschen hin und wieder. Oder wir schicken Rodriguez jetzt schon mal in den Ruhestand. Sagt dem Motto, die Rodriguez-Ära ist beendet. Es kümmert ihn nicht, also zahlt er selber. Ich hätte gerne ein Handgeld, also ein mittleres. Ja, da geht eine Menge. 1,3. Naja, Prämien sind nicht wichtig. Ist doch schön. Na komm, geben wir ein bisschen mehr Handgeld. Wäre aber teuer, aber wir könnten es uns leisten, wohlgemerkt. Weiter. Nun gut. Fahrer der Saison. Ich brauche ca. 50 Millionen fürs Auto. Ja, jede Menge Zurücktreter. Oh Mann, da ziehen sich eine ganze Menge Leute zurück. Gibt es schon mittlerweile Nachwuchsfahrer, die wir scouten können? Ja, tatsächlich. Yoshiko Tsukome sieht relativ gut aus.
Thielmann Schuhn, Susanne Hemme, Stephen Montgomery, Raymond Beckford, Manuela Corrales. Verdammt, sind das viele. Na, die können von mir aus schon mal alle auf die Liste. Nun, würde ich mal sagen, können wir uns noch ein Gebäude kaufen? Ein Windkanal für Frontflügelentwicklung. Simulator für Neckflügel. Fände ich nicht verkehrt. Weißt du was? Ich kaufe mir noch ein Gebäude und zwar das ist die Fahrverhaltenabteilung. 52 Millionen, also 50 Millionen hebe ich mir ungefähr auf. Mit etwas Glück bekommt Riviero gleich nochmal ein Angebot. Naja, notfalls zahlen wir auch die Kosten des Vertragsbruchs. Wir können diese Saison wirklich ein richtig gutes Auto bauen. Also ein richtig gutes Chassis. Regeln jetzt aktiv. Zufällige Starterfelder, kurze Qualifyings. Ich hoffe mal, dass wir bei zufälligen Starterfeldern keine Qualifyings fahren müssen. Das wäre ja ätzend. Aufsteiger und Absteiger. Dieses Jahr wurde Esprit in die World Motorsport Championship Liga befördert, was zum Abstieg von Swanton führt. Asia Pacific Supercup wurde unterdessen Firebird MRT aus der European Series befördert, während Lucatelli abstieg. Alles klar, weiter. So, Ricky. Letzte Chance. Er will mehr Gehalt, er will mehr Handgeld. Dann hätten wir für nächste Saison wirklich einen super Fahrer. Aber im gleichen Status ist er schon mal ziemlich erfreut. Ja, ich glaube, damit endet wirklich die Rodriguez-Ära. Viel früher als gedacht. So. Wir bekommen ja noch das Geld für unser Auto, was wir zusammen gespart haben, was ja auch nochmal 10 Millionen sind. Das passt dann schon. Statt der Vorsaison beginnt. So, jetzt müssen wir ein Chassis festlegen. Da kommen noch die 10 Millionen dazu. Wunderbar. So, Motorenhersteller. Gehen wir erstmal auf das teuerste und dann machen wir Abstriche. Hat hier jemand was von Abstrichen gesagt? Das könnte man sich sogar leisten. Und wir hätten dann sogar noch ein bisschen Geld für die Ablösetransaktion. 2 Millionen, 5 Millionen. Können wir irgendwo was einsparen? Ich glaube, wir gehen hier auf die Treibstoffeffizienz vom Rossini. Dann sparen wir uns ein bisschen Geld. Aber ich glaube, der eine Stern mit der Flexibilität wäre ja auch nicht verkehrt. Wo kann ich sonst noch sparen? 34 Millionen hat uns das Auto letztes Jahr gekostet. Reifenabnutzung würde ich gerne noch ein bisschen erhöhen. Oder doch die Treibstoffeffizienz, damit wir mit weniger Sprit länger fahren können. Lassen wir es ausbalanciert, das Teil. Wobei, gib mal den Motorenhersteller hier. Für die Flexibilität ein bisschen ausgleichen können.
könnte man rein theoretisch. Also dieses Auto ist, also dieses Chassis ist 500 mal besser als das, was wir letzte Saison hatten. Wenn wir diese Saison noch mal ein bisschen Geld zusammensparen können, dann könnte man nächste Saison eventuell noch mal deutlich heftiger rangehen. Ja. Oder wollen wir bei den Bremsen etwas sparen? Wir hätten zumindest ein konkurrenzfähiges Chassis. Wie es mit dem Rest aussieht, keine Ahnung. Aber immerhin hätten wir so noch ca. 7 Millionen zur freien Verfügung. Dann noch die 5 Millionen Kreditrahmen. Und ich würde mal versuchen, das hier nochmal ein bisschen auszubalancieren. Jo, ich glaube, das sollte so genügen, ne? Mit der Treibstoffeffizienz können wir länger im hohen Motormodi fahren. Ich glaube, austangiert wäre das besser, oder? Jo, überall 4,5 Sterne. Dann machen wir das mal so. Sparen wir etwas Geld ein. 55 Millionen. Klar, wir hätten jetzt nochmal eine Nullrunde machen können diese Saison. Und dafür halt mehr Gebäude bauen. Na, passt schon. So, 7,8 Millionen haben wir noch. Oder ich entlasse Rodriguez. Ne, Rodriguez ist teurer. Treviro muss weg. Aber das Gehalt von Rick de Graaf zu stemmen, das wird ja auch lustig. Ja, komm, zurückziehen. Vertragsverhandlung mit Rick de Graaf. Er hat angenommen. Das sind schon mal 5. 6,4 Millionen, die uns alleine die Ablöse kosten würde. Boris, es tut mir leid. Wunderbar. Scouting ist durch. Sind da wieder neue Fahrer aufgetaucht? Die ich meine Scouting-Liste reinpacken muss. Momentan nicht. So, Team. Ja, Rick der Graf wechselt jetzt mal mit Rodriguez aus. Was mir schon einigermaßen leid tut für den alten Rodriguez. Immerhin war er so lange Zeit unser Flaggschiff und unser erfolgreichstes Pferd. Er ist wahrscheinlich, wird er sich nach der nächsten Saison eh zurückziehen in den Ruhestand. Aha, stellen Sigmar Bugal ein, Scouting Report, neuer Chefingenieur bei Van Dort. Vertrag gekündigt, was soll das? Es ist echt schade, dass man wirklich nicht auf den Charakter achten muss, sondern auf die Marktfähigkeit. Rick de Graaf jetzt bei Predator Racing, einer unserer ewigen Konkurrenten, fährt jetzt für uns. Schade, dass er nicht Seite an Seite mit Rodriguez fahren kann, da wir das Geld von Lara benötigen. Naja, gucken wir mal. Kann man jetzt mittlerweile wieder Auto optimieren? Nein. Schade, dass wir das irgendwann mal gepatcht haben. Wie lange da zum Hauptquartier noch? 16 Wochen. Das wird sehr knapp. Was? Ja klar, wir haben ja ein paar Fahrer entdeckt. Wenn es da wieder so einen super-duper Paydriver gäbe, ne? Dann könnte man Rick de Graaf wieder rausschmeißen. Flexibilitätsverbesserung.
Wir haben uns die Platzierung des Tanks genauer angesehen. Ich hab's doch extra ausbalanciert. Flexibilität für Treibstoffeffizienz? Nee, lass es so. Ich hab's extra so eingestellt. Nun gut, weiter. So, mit Rick de Graaf haben wir jetzt den zweitbesten Fahrer. Wenn man sich ja die Sortierung hier anguckt, dann ist Rick de Graaf nicht mehr dabei. Aber er war ja hier irgendwo der viertbeste Fahrer der Welt, fährt jetzt für Predator. Kostet uns aber auch eine Stange Geld. Da müssen wir eine Menge für erwarten. 70 Tage noch. Reifensimulation. Was können wir denn simulieren? 2,5 Millionen. Reifenabnutzung ließe sich verbessern. Klingt gut. Und es fährt zu schnell keiner. Kann man mittlerweile die Konkurrenz beobachten, was die so gebaut haben? Ach, jetzt passt die Sortierung nicht. Die haben 44 Millionen ausgegeben. Esprino 23 Millionen. Kitano 39. An Scuderia Rossini würde ich erkennen, ob das die Vorjahreswerte sind. Und auch an Steinmann. Ich glaube, das sind noch die Vorjahreswerte. Wir haben das schlechteste Chassis. Ja, es sind noch die Vorjahreswerte, würde ich bitte annehmen. Was die ja mal reinbuttern können. Na komm, weiter. 50 Tage bis nach Doha. Ich habe Angebote von Scuderia Rossini. Es ist also Zeit, Abschied zu nehmen. Wir haben uns bezüglich meiner Kündigungsklausel geeinigt. Sie sollten also wenigstens etwas Geld bekommen. Was? Rodriguez, deine Ära ist nicht vorbei. Moment, bekomme ich jetzt meine 10 Millionen? Ersatzfahrer befördern. Ich hoffe doch mal, ich bekomme 10 Millionen. Ja, 10 Millionen. Damit habe ich doch einen Gewinn gemacht, oder? Akzeptiere ich. Und ich war schon besorgt, die Rodriguez-Ära wäre vorbei. Nicht schlecht. Rodriguez ist wieder überglücklich. So, weiter. Wie lange braucht noch mein Gebäude? Noch 9 Wochen. Will ich die 7 Millionen jetzt dafür ausgeben? Oder doch lieber einen besseren Ersatzfahrer, den ich aufbauen kann? Wo das blöd halt nur, dass er jetzt für Rossini fährt. Der Rick de Graaf. 9 Millionen. Telemetriestation. Episches Getriebeteil. Ich glaube, wir sollten nochmal ein günstiges Gebäude bauen. Entweder hier die 6 Millionen. Oder hier die 7. Ich glaube, wir brauchen das großartige Frontflügelteil viel früher. Ja, komm, machen wir. Damit wir zumindest vom Basteln ein bisschen mehr mitbekommen als letzte Saison. Damit wir mehr Teile spammen können, wenn die Sponsoren fleißig am Zahlen sind.
Lackierungsanpassung kommt gleich. Ja, immer noch 7 Wochen. Neue Nachrichten? Neue Scouting-Reporte. Die müsste ich ja eigentlich alle genau durchgucken, ob da wirklich ein guter Paydriver dabei ist, den wir uns für die Trainingssessions holen können. Edda Jonsdott hier. Paydriver. Moment, haben wir dich erst jetzt erforscht? Moment mal kurz, Jeremy Woodford. Scouting. Hat er einen Arbeitsplatz gefunden? Oh ne, er ist in Rente gegangen. Bao Tang ist ebenfalls in Rente. Ja, wenn Tali ein höheres Feedback hätte, würde ich sie als Ersatzfahrer holen. Wenn wir sie relativ günstig bekommen, dann könnte sie für uns die Trainings fahren. Also wir müssten sie unter 500.000 bekommen. Überprüfen wir mal das Ganze. Nicht wichtig, nicht wichtig. Mal gucken, was Claire Tully so verlangen könnte, weil so könnten wir noch ein bisschen zusätzliches Geld reinscheppern. Indem wir sie anstelle von Rodriguez in den Trainings fahren lassen. Was zwar schlecht wie Trims ist, aber hey. Nee, Lara schafft hier kein Level up. Ihr schafft ja auch kein Level up mehr. So. So, Lackierung anpassen. Nachrichten. Ich würde mal sagen, wir bleiben bei den Grundfarben. Und nehmen uns unsere alten Flammen wieder. Ganz genau. Weiter. Ja. So. Wir sind bei 83%. Vorsaison jetzt. Durchbruch beim Bremsenlieferanten. Es gibt interessante Neuigkeiten von unserem Bremsenlieferanten. Man hat unglaubliche Fortschritte bei der Reifenerwärmung gemacht. Ah, Reifenerwärmung plus 1. Nehmen wir mit. Damit haben wir so gesehen das beste Chassis diese Saison, ne? Ja gut, nur dass wir halt Motoren als Motorenhersteller Rossini genommen haben, anstelle von Steinmann. Aber hätte ich gewusst, dass wir De Graaf wieder direkt loswerden, hätten wir den besseren Motor nehmen können. Naja, Schwamm drüber. Vertragsangebot von Claire Tully. Angenommen. So, anstelle von Hoffmann. Zusätzliche Geldquelle für uns. Finde ich doch schön. 200.000 haben wir jetzt noch. Was kosten uns denn momentan unsere Fahrer? Also Enrica Lara stemmt alleine, würde ich mal behaupten. Ja, stemmt alleine die Gehälter von allen dreien. Und dann gibt es noch einen kleinen, also 50% von Tully. Ich überlege schon, ob ich sie fahren lasse anstelle von Rodriguez, aber nee. Ich möchte mich auch nicht selber hinrichten. So, und die Vorsaison beginnt gleich. Also Scouting, HQ. Ah, wenn ich noch 5 Wochen mehr Zeit hätte.
Das wäre schick. Vorsaison-Test. Probleme mit Untersteuern. Aber nicht bei uns. 16. und 17. 16. und 18. Wo ist denn Rick de Graaf? 7. Dieser Verräter. Naja. So gesehen gibt es keine Probleme bei uns. Zumindest nicht welche, auf die ich geachtet habe. So, dann können wir mal damit anfangen, neue Teile zu bauen. Wo haben wir denn... Verzögerung. Predator Racing. Vielleicht doch mal mit einem neuen Hexboiler anfangen. Schauen wir mal. 46. Bis 25. Nochmal plus 25. Im Heckflügel. Plus 25. So, hier mal behaupten, diese Saison bekommen wir relativ gute Teile, ne? Bis jetzt. Plus 25 Max. Ja, doch, bis jetzt bekommen wir ganz gute Teile hin. Frontflügel. Ach, den hatten wir doch gerade, oder? Bremse. Verzögerung plus 20. Verzögerung plus 40 auf Max. Oh ja, wir können diese Saison wirklich hervorragende Teile bauen. Da muss eine ganze Menge Geld reinkommen. Weiter. Womit fangen wir denn an? Einen Schwachpunkt ausbauen? Oder was Starkes verbessern? Ich würde mal sagen, wir beginnen mit dem Motor. Moment, nicht, dass ich jetzt einen schwächeren Motor baue. Motor 1442. 1482. So 87 Max momentan. Ja doch, das wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Teil bauen. So, Teile verbessern. Moment, wann ist der Motor fertig? In 13 Tagen, also irrelevant fürs Rennen. Nun gut. Haben wir überall ein paar Moment. Den Motor sollte man ein bisschen verbessern. Ich würde mal sagen, die ganzen Teile, die ein bisschen am Schwächeln sind. Genau, plus 20. Dann können wir die Leistung... Wo können wir noch ein paar Prozentpunkte rausholen? Ich würde mal sagen, beim Getriebe. Einen Motor bauen wir gegenwärtig. Dann vielleicht noch hier bei der Bremse. Wer weiß das schon? Also bitte mal alles auf Leistung. Weiter. Ziele für diese Saison. Ich versuche mir den 5. Platz anzustreben. Wäre, glaube ich, machbar. Genau, die Reise nach Doha beginnt bald. Antwort auf Bedenken. Ja, ist in Ordnung. Vielleicht könnten wir mal direkt nach Geld fragen.
Etwas früh. Du bist auch etwas früh. Ja komm, es kommt gut Geld rein. Darum mache ich mir schon mal keine Sorgen. Diese Saison haben wir das Ziel, einen Wagen auf Position 8 oder 7 zu quetschen. Aber ich würde mal sagen, meine Freunde, wie das aussehen wird, erfahren wir dann im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.